glaube, ich habe noch nie mit einem Pferd so schnell so eine intensive Verbindung bekommen. Alle fragen immer nach ihrem Charakter. Sehr cool und gelassen. Und andererseits hat sie Angst. Ich möchte heute mein Mustang-Mädchen einmal in die Halle gehen. Da hatten wir gestern noch ein bisschen Schwierigkeiten in die Richtung. Da hat sie sich am Tor einmal losgerissen. Mal schauen, dass wir heute gut gefahrenlos dahin kommen und vielleicht auch schon mal das erste Bodenarbeitshindernis uns aufbauen. Guck mal, da kommt schon der Esel. Sag hallo. Komm, trau dich. Komm einen Schritt vor. Das große Braune ist der Herdenchef. Mit dem muss sie sich besonders gut stellen. Brav. Möchtest du den Hallo sagen oder nicht? Hallo? Riecht die komisch oder was? Das ist Rasul. Das ist ein ganz Lieber. Guck mal, das ist ein ganz Lieber. Möchtest du dir auch Hallo sagen? Brav. Hast du gut gemacht. Okay, jetzt gehen wir mal den schmalen Gang hier hoch. Das ist auch schon schwierig. Erstmal muss ich sie hier drehen auf engem Raum. Komm. Schaffen wir das, in die Halle zu gehen? Ja, heute möchte ich mit der Mustangstute einmal spazieren gehen mit anderen Pferden. Das trainieren, dass das auch geht. Bis jetzt war ich nur alleine mit ihr. Und dann wollen wir noch Schrecktraining mit einem Luftballon machen. Aber vorher gibt es erstmal Frühstück. Also ich übe sie hier nochmal kurz die Basic und sage, das hier heißt rückwärts gehen. Gut, das hier heißt vorwärts gehen, das hier heißt stehen bleiben, rückwärts gehen. Ja. Ja, und ich mache das ganz gerne am Zaun, weil am Zaun ist sie da rechts noch so ein bisschen eingerahmt, kann da nicht so schnell weg. Gut, ne? Hat einfach eine Anlehnung. Are we ready? Ja, ich gehe vor. Erstmal gehe ich vor. Also auch beim Spazierengehen ist es wichtig, dass ich immer mal wieder abfrage, dass sie hier auch stoppen kann. Gut. Auch ohne Zaun, so wie eben, dass sie rückwärts gehen kann. Gut. Ne, da wird es vielleicht ein bisschen schief, deswegen machen wir es ja noch so oft auch am Zaun. Und dass sie wieder mitgehen kann. Also dass sie immer wieder einfach auf mich achtet. Gutes Mädchen. Toll. Ich übe jetzt, dass ich nicht nur vorne gehen kann, weil da war sie ja schon ziemlich cool, sondern dass ich eben auch an den anderen vorbeigehen kann und mich wieder hinten anschließe. Und die anderen machen das auch. Das könnt ihr gleich sehen, so dass jeder mal dadurch vorne läuft. Jeder läuft mal in der Mitte, jeder läuft mal hinten. Die anderen sind noch da vorne, aber trotzdem, ja genau, kannst du wieder auf mich hören. Die sind ja alle noch da. Also sie war noch nie im Wald und einfach so entspannt mit mir mitzugehen, das erfordert schon Vertrauen darin, dass ich sie nicht irgendwo hinführe, wo irgendwas gefährlich sein könnte. Ja, genau. So, und jetzt können wir weitergehen. Ja, hier liegen Äste.
gut geklappt, bin ich ziemlich stolz. Und jetzt steht ja heute noch auf dem Tagesprogramm, dass wir noch ein bisschen Schrecktraining machen. Mit Luftballons habe ich mir überlegt. Und mal gucken, was sie da tut, ob sie sich da mal losreißt oder mal irgendwo zur Seite springt. Ja, aber prinzipiell ist sie ja mutig. Aber mal schauen. So, Halle kennt sie noch nicht. Aber wir können sie direkt mal belohnen und schauen, was sie zu Brot sagt. Möhre kennt sie schon aus der Hand. Das ist was ganz Tolles hier in der Halle. Da gibt es Brot. Spiegel. Erstmal Äpfeln. Noch mehr Hütchen. Wenn das so gut klappt, können wir ja direkt mal was aufbauen, oder? Kannst du dir das vielleicht mal angucken? Alle fragen immer nach ihrem Charakter. Ja, beides. Sehr cool und gelassen. Und andererseits hat sie Angst. Was ist das? Kannst du dir das mal angucken? Komm mal her. Komm. Prima. Brav. Kannst du dir das angucken? Dreh dich mal. Hier ist ein Loch. Ja, Wahnsinn. Super. Also, ich habe das noch nicht mit ihr geübt. Ich habe gelernt, dass die Mustangs sagen, alles, was mich nicht umbringt, ist keine Gefahr, weil da würde ich meine Energie umsonst für verschwenden. So, dass die oft sehr entspannt mit Sachen umgehen. Weil sie sagen, okay, wenn du da so durchgehen kannst, kann das eigentlich keine Gefahr sein. Wenn ich jetzt losschieße, war es vielleicht das letzte Mal, dass ich losgeschossen bin, weil es meine letzte Energie war, die ich verbraucht habe. Super. Gut. Das ist der Hof, ne? Oh ja, da ist ein Gulli. Da musst du nicht drauf treten. Ja, das ist ein bisschen eng hier. Schaffst du, komm. Gut. Sehr gut. Also man sieht auch, die Augen fallen zu, sie ist müde, das war anstrengend. Sie fängt jetzt an, sich zu entspannen, runterzufahren. Sie kennt es aber auch, ne, dass wenn wir was gemacht haben, dass sie danach eine Pause, eine Entspannung kriegt. Und die nutzt sie jetzt auch. Die Augen fallen immer wieder zu. Sie hört in sich rein, so die Ohren nach hinten. Wir pusten jetzt Luftballons auf, um dann den Mustang daran zu gewöhnen, dass das überhaupt nicht schlimm ist. Also wichtig ist, dass man sich immer wieder damit annähert und das Pferd, auch wenn es wegläuft, merkt, dass es nicht wegkommt. Also dass ich so lange daran arbeite, bis ich mit den Luftballons sie berühren kann. Damit sie lernt, dass es nicht nur wichtig ist, dass ich sie mit meinen Händen berühren kann, das kennt sie ja jetzt schon, sondern dass alles, was ich in der Hand habe, okay ist. Und jetzt arbeite ich nach dem Prinzip Annäherung und Rückzug. Das bedeutet, ich nähere mich langsam mit den Ballons an und wenn sie guckt, nehme ich sie gleich wieder weg. Und damit zeige ich ihr, dass sie nicht gefährlich sind, sondern dass sie sich immer wieder entfernen. Dass sie also nicht auffressen wollen, gut, toll, sondern dass sie einfach halt hier so rumhängen und gar nichts Böses sind. Und da sieht man schon, dass sie ein sehr, sehr neugieriges Pferd ist, was immer sich alles gerne erstmal anguckt. Muss sie sich daran gewöhnen, ja genau, dass es von hier kommt, dass es sie auch von hier berühren darf. Gerade wenn sie wegzuckt, bleibe ich einfach dran und sage, das ist okay, wenn sich das von hier unten berührt. Und dann bleibe ich, ja gut, dann bleibe ich so lange dran, bis sie sich da unten kurz berühren lässt und dann nehme ich es wieder weg. Also ich überstrapaziere das jetzt nicht. Gut. So, jetzt gucken wir mal, ob sie da auch drüber steigen kann, ob sie darüber springt. Mal gucken, was sie macht. Gut,
Aber auch da ist wichtig, Schritt für Schritt, immer wenn was Neues ist, es wieder ganz langsam erklären. Und ihr sagen, du kommst hier nicht durch, ne? Hier ist eine Grenze, hier habe ich meinen Stick, hier ist eine Grenze, hier geht es nicht durch. Es geht nur darüber. Du kannst auch springen, ist auch nicht schlimm. Gut. Na, wenn ich merke, dass ihr das jetzt schon sehr, sehr schwer fällt, dann mache ich ihr das erstmal ein bisschen leichter, indem ich ihr da hinten noch eine kleine Lücke lasse. Dann ist es schon fast wie drübersteigen. Jawohl. Ja, gut. Gut. Hallo? Ja, genau. Wieder umdrehen und wieder neue Richtung. Auch wenn da andere Pferde kommen. Und es ist ganz gut, wenn man das an einem Zaun beginnt, weil dann hat sie da drüben eben wieder eine Begrenzung, wo sie einem nicht wegspringen kann. Gut. Jetzt machen wir diese Lücke hier langsam kleiner. Wow, du bist eine tolle Maus. Unglaublich, das macht nicht mal mein Showpferd. Der hat nämlich richtig Panik vor Luftballons. Du bist gut, du bist eine gute. Ja, sie hat das ja jetzt mega mutig gemeistert. Wovor hat denn dein Pferd Angst? Vielleicht magst du da gerne mal unten in den Kommentaren berichten. Und dann freue ich mich, wenn du das nächste Mal wieder mit dabei bist. Bei dem Sturm.